Hallöchen, meine lieben Freunde, und da geht es auch schon weiter mit Let's Play Hitman See you, Blood Doc? Money. It's time for my damn session. Ja, ist ja gut. Dann nimm Platz. Hoffe ich nur, dass hier der Typ dann gleich weg ist. Ja, komm, einen schaffst du noch. Komm, du Lusche. Jawohl, gut reingeschnitten hier. So. Jetzt muss ich nur eben gucken. War das hier der richtige Weg? War das der richtige Weg? War es der richtige Weg? Ja. Ja, komm. Lassen wir durchgehen. So, ach so, jetzt, haha, haben wir die Mission auch gleich erledigt. Wunderbar. Mensch, hätte ich das gewusst, dann hätte ich das noch in den letzten Part mit reinschneiden können. Weil ich wollte jetzt eigentlich gleich mal mit Hitman Blood Money erstmal aufhören. Weil das ist jetzt, glaube ich, schon der 7. Part, den ich aufnehme. Aber ich muss ja dazu sagen, ich muss ja ein bisschen was aufholen. Ich habe jetzt 5 Monate nicht aufnehmen können. Lotzen so blöd. Nur weil ich 5 Monate nicht aufgenommen habe. Nein, Quatsch. Also, wie gesagt, Leute, ich habe ja über 5 Monate nicht aufnehmen können. Und ja, also jetzt so langsam. Ich hatte auch wirklich wieder Bock drauf. Und dadurch, dass ich mir jetzt einen neuen PC kaufen konnte, kann ich jetzt endlich wieder durchstarten. Es sind viele, viele Projekte bei mir geplant. Es werden unter Garantie auch einige Rages dabei sein. Aber, ja, was soll's, das gehört dazu. So. Jetzt holen wir ihn ins Leben zurück. So. Jawohl, und dann können wir escapen. So. Alles klar. Ich bin ein Stalker. Sicher am Ding. Naja, lass mal durchgehen. Gab Bonus. So, das speichern wir natürlich gleich. So. Nee, komm, das überspringen wir auch. Ich hab da jetzt keinen Bock drauf. We're sending you down to the other end of the state, 47. The target's a gangster by the name of Vinny Sinistra. He's in a witness protection program pending a court appearance later this month. Our client wants to be sure Die Sinistra Mission ist doesn't eigentlich auch make it to total the witness easy. box. Sinistra's also got some hard evidence that can't be allowed to see the light of day. Our client thinks it may be on a bit of microfilm. Ensure that you retrieve it. Sinistra is extremely unstable and hasn't taken well. Können wir nicht starten. So. Alles klar. Dann legen wir los. Vielleicht kriege ich die Mission sogar noch in dieser einen Episode jetzt unter. Wäre natürlich richtig super. Donuts gehören mir. Dankeschön. So. Einmal die Donuts weg. Jetzt brauchen wir einmal das Betäubungsmittel. Jawohl. Einmal die Donuts. Und einmal warum geht das nicht?
Ah, jetzt. Fresh donuts. How cool is that? Tja, kannst du gucken. Full disclosure, we're actually FBI. Hi, Bruder. Om nom nom. Ah, was hat der jetzt schon wieder? Na komm, wir schließen mal die Tür. So, einmal das Videotape. Die Waffe nehmen wir natürlich auch. Können wir alles gut gebrauchen. Das Videotape nehmen wir selbstverständlich auch mit. So, und sonst weiter gab es hier nichts, ne? Nein. So, das Erste, was wir jetzt machen. Wir laufen durch den Garten. Beware of dog. Hello, my dog. Das war knapp. So. Jetzt muss Type hier nur mal hinten herkommen. So. Ja, richtige Richtung. Oh yeah. Das ist ja Awesome. Es war ein bisschen knapp. Er hätte es auch sehen können. Naja, gut. Genau, Kumpel. So, und dafür, dass ich vom FBI bin, darf ich auch mit rein. Guten Tag. So. Oh, scheiße. Ja, gut, dann... Ach komm, wisst ihr was? Wir machen es jetzt mal hier auf coole Art und Weise. Ist da schon der nächste angerannt? Jawohl. Naja, machen wir es eben mal so. Das ist ja kein Problem. So, und der Poolboy hat auch gleich eins aufs Maul gekriegt. So, na? Macht sich der andere Typ jetzt auf den Weg? Glaube ich nicht, also halt. Red Buddy. Genau, ja, reinziehen. Und einmal fallen lassen.
Schade, der ist da hinten, okay. Jawohl. Ja Leute, sorry, dass ich jetzt gerade mal ein bisschen ruhiger war. Aber den Spaß wollte ich mir jetzt gerade nicht nehmen lassen. Echt toll. Ich bin jetzt einfach mal hier so, ne? Habe ich mir einfach mal so gedacht. Ich also ich hoffe, ihr amüsiert euch genauso super wie ich. Weil es ist einfach nur herrlich. Hey! Was ist denn für eine Begrüßung hier? Oh, scheiße, ich habe da keine Munition mehr. Aber ich glaube, für die normale Pistole hier. Nein, nicht für die Silberballer. Da müsste ich doch eigentlich. Oh, schade. Da habe ich auf jeden Fall genug. So. Hey, und ich habe auch noch fast volle Energie, also. Ist ja echt awesome. So, jetzt ist nur die Frage, wo die Olle ist. Ach, da. Halt, Olle, du bleibst mal bitte hier. Was sworn in at a Rose Garden ceremony at the White House earlier this morning. Mr. Daniel Morris ceremony at the White House earlier this morning. Mr. Daniel Morris is not believed to have been the president's first choice. Gut, achso, der Typ ist hier. Ceremony at the White House earlier this morning. So. Ey, cool, aber die coole Knarre, die nehmen wir auch mit. Hammer. So, ich glaube, dann haben wir alles, ne? Ja. Naja, gut. War mal was anderes. Macht zwischendurch auch mal ganz viel Spaß. Obwohl, wir können ja eigentlich auch jetzt vorne raus. Wenn das jetzt alles so mit dem... Hallo? Ich wollte hier irgendwie gerne noch rauskommen. Ah ja. Okay. So, sehr schön. Haben wir die Mission auch erledigt. Also es gibt jetzt auf jeden Fall keine gute Bewertung dafür. Aber mir soll es egal sein. War auf jeden Fall mal sehr lustig. Ich hab nur 14 Leute gekillt und nutzt 102 Schüsse abgegeben. Also kann man doch mit leben. Leon Killer. Jo. Ach komm, kann man mit leben. Na gut. So, dann werde ich jetzt noch abspeichern. Und dann haben wir erstmal diese Aufnahme erledigt. Meine lieben Freunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Entschuldigung, dass in diesem Part, dass ich da ein bisschen ruhiger war, aber ich fand es einfach sehr lustig, dass ich da jetzt einfach mal so durchgelaufen bin, so gesagt, ein bisschen Amok gelaufen und ja. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß mit diesem Video und würde mich natürlich auch, ja gut, ich will nicht sagen, dass ich mich über eine Bewertung freue, weil ansonsten heißt es dann wieder, ich bin irgendwie geldgeil oder so. Nein, nein. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Episode von Let's Play Hitman Blood Money wieder. Und damit sage ich nur, tschö mit Ö.